Moin, meine lieben Leute, und damit willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Anstoß 3 mit dem FC Augsburg. Wir spielen als nächstes gegen Hertha BSC aus Berlin. Ja, eigentlich sind wir in der letzten Folge ganz gut gewesen. Also wir haben 2 Siege, 1 Niederlage. Kann man mit leben auf jeden Fall. Als Aufsteiger sowieso. Wie gesagt, unser Ziel ist ja, glaube ich, Klassenerhalt, ne? Ja, Klassenerhalt. Das sollten wir schaffen. So an sich haben wir ja... Ja, 8. Platz, wie gesagt. Das sieht doch ganz gut zur Zeit aus. Termine. Haben wir Ali-Covid-Umwurm. Genau, da war was. Den wollen wir natürlich nicht abgeben, ist ja klar. Ne, der ist eine Zukunftsperspektive bei uns. Dementsprechend. Oder ne, man fördert den und verkauft den am Ende für sehr viel Geld. Je nachdem, wie man das will. Je nachdem, wie das passiert. Okay, der ist auch mittleres Talent. Also Stärke 10 ist dann maximal. Ich würde den jetzt aber auch nicht verlängern wollen, um ehrlich zu sein. Erstmal höre ich mir an, was sie so bieten. Und dann müssen wir wahrscheinlich seinen Vertrag anpassen. Ne? Dementsprechend. Wir gehen auf jeden Fall jetzt erstmal in die nächste Woche hinein, würde ich sagen. Oder? Haben wir hier noch was? Jugendspieler abwerben? Naja, ist auch jetzt nichts Wildes, um ehrlich zu sein. 14 Jahre alt, LM, kein Talent. Muss man jetzt nicht machen. Kann man machen. Aber gut, wir gehen auf jeden Fall jetzt in die nächste Woche hinein. Cardona hat sich im Training verletzt. Kreuzbandriss. Ja, super. Stürmer verletzt sich. Ist natürlich sehr bitter. Auf jeden Fall. Immer noch 100. So, Ligapokal England wurde gespielt. So, Auslosung ist auch gewesen. So, Breithaupt. Geht mit stolz geschwellter Brust. Kolosewski verpflichtet. 38,8 Millionen gehen an Man City. So, Eitschberger kriegt ein Lob. So, Alico von Burnley wird er umworben. Aus England. Wie gesagt, ich möchte den jetzt auch keinen neuen Vertrag so wirklich anbieten. Und wenn, müssen wir wahrscheinlich sowieso machen. 4 Jahre reicht erstmal. Und wir gucken mal. 6 Millionen bieten sie. Das ist doch eigentlich schon mal eine stolze Summe. Allerdings kann man den... wahrscheinlich für mehr verkaufen dann später. Ja. So, der bleibt bei uns. Ich biete den ein. Ja, der kriegt 7.000, ne? Oder? Ja, doch. Ja, guck mal, der kriegt 7.000, ne? Wir können ein bisschen an Auflaufprämie hochschrauben. Und ich würde hier Grundgehalt auf wenigstens 160.000 gehen. Also ein Jahr Option, Stammplatzgarantie natürlich nicht. Ich bin mal gespannt. Ich mach mal 8,5. Ja, der freut sich. Konzentriert sich weiter voll auf ihren Verein. Super. Und so, Neukirch kriegt ein Lob. Aber stolz geschwellter Brust ist nicht gut gewesen. Wer war das jetzt nochmal? Wer war das? Breithaupt, ne? Ja, weil er auf der Reservebank ist. Das habe ich voll vergessen. Deswegen haben wir uns dann ein Eigentor geschossen. 16 Wochen fällt er aus. Oh, wir müssen auf jeden Fall einen Stürmer holen. Bibia kann auch noch im Sturm spielen. Das ist schon mal ganz okay. Pronicev auch. Deswegen kommt Pronicev auf die Bank. Hat ja auch noch kein Spiel für uns gemacht in dieser Saison. So. Oxford, 38 Kondi, kann auf jeden Fall schon mal auf die Bank. Alico... hat noch keinen Einsatz. Ne? Der kriegt auf jeden Fall mindestens einen Startelf-Einsatz auf jeden Fall. Und das so oder so. Eljazidi. Hm.
Ja, dann packen wir mal den El Yazidi auf die Bank. Genau. So, Eitschberger. Wie Spiel hat der denn? Auch 0. Wir haben alle 0 Einsätze. Neukirch hat auch 0. Naja. Auf jeden Fall brauchen sie die Einsätze. Noch. Also ein paar von denen. So. Taktik. Ist alles okay. Stärkeverhältnis. Okay. Ja, dann würde ich sagen, Abfahrt. 27.516 Zuschauer, 1.142 sind aus Augsburg mitgereist. Ja, und es wird 2:3 auf uns getippt. Hertha ist jetzt erstmal am Ball. Veratschnik. Auf Ahrweiler. Wieder der Veratschnik. Stürmt in den Strafraum. Dingschi. Überläuft Dietzimmern und flankt den Schaf in den Strafraum. Und der Ball zappelt im Netz. 1:0 für Hertha. Oh oh, Engels reißt ihn am Trikot. Das ist natürlich nicht so gut. Direkter Freistoß für Hertha. Obermeier. Ah, Nübel hat ihn. 1:0 zur Halbzeit, 1:0 Chancen. Belcho kriegt ein Lob, der macht anscheinend ein gutes Spiel. Aber so an sich. Ja, muss auf jeden Fall mehr kommen, ne? Mal gucken, wie jetzt in der zweiten Hälfte ist. Vielleicht kommen wir da besser im Spiel. Noch alle in der Mitte schlafen. Gelbe Karte für Veratschnik nach fairem Tackling. So, ja. Notentechnisch 4,0 oft. Udokai. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen Dreiersturm. Ich bin auch offensiv erstmal. 76. Minute. Neukirch kommt mal für Dietzimmern rein. 2:0. Iago kriegt auch nochmal gelb. Ja. Herber macht auch kein gutes Spiel so wirklich. Ja, am Ende verlieren wir 2:0. Gegen Hertha. 2:1 Chancen. Ja, die hatten 2 Chancen, beide drinne. Bester Spieler war Veratschnik. Spielwertung 5, schwach. Ja, notentechnisch, okay, Kerber war nicht so berauschend. 4,0, ja, ist immer noch ausreichend, ne, aber geht besser. Trotzdem. Wir landen damit auf Platz 9, aber Hertha ist auch gut dabei. Die sind jetzt auf Platz 3 hochgerutscht durch den Sieg gegen uns. Aber okay. So, in der Elf des Tages keiner von uns. 3 von Hertha, Dingschi, Herold und Tim Goller. Transfers, Kolosewski von Man City nach Lissabon, Walde von Gladbach nach Sevilla, Pettersen von Manchester United nach Fulham, dann haben wir Gazi Begovic von Hannover nach Neapel und Schleimer von Nürnberg nach Nordzeeland. So, wir spielen jetzt gegen den VfB Stuttgart. Wanner hat sich in Sachen Torinstinkt verbessert. Sehr schön.
Macht als nächstes Kopfball oder Freistoß? Machen welche Freistöße gerade? Ich weiß es nicht. Ja, zwei Stück. Ne, drei sogar. Ja. Kopfball. Ja, macht der Dorsch. Sonst noch jemand? Ja, Cardona und Udokai. Ja, machen wir irgendwas, was nicht jeder macht. Ne, Spielübersicht zum Beispiel. Macht nicht jeder. So, Kerber kriegt nochmal hier Doppelgespräch. Ne, damit seine Moral wieder hochgeht. Nübel kriegt eins. Ja, mit Breithaupt, wie gesagt, also mache ich auch Doppelgespräch. Ne, wird gelobt dann. Egg Oxford kriegt eins und Pronichev. Ja, mit Cardona ist halt bitter. Ach, ich wollte doch einen Stürmer holen. Können wir ja mal kurz gucken, ob hier so ein Stürmer verfügbar ist. Mittleres Talent, wir gucken mal. Also Minimum, ne? Ja, der Sieb halt, ne? Aber 13,16 Millionen will ich nicht ausgeben. Urquhart ist auch 0,66. Copado 2,8 Millionen. Spieler fällt 4 Wochen aus, ja. Super. Hat er überhaupt schon Spiele gemacht? Ja, 6 Einsätze. 2 Tore hat er in Bayern München 2 gemacht. Aber nee. So, Vertrag muss auslaufen. Haben wir denn da was? Engangkamp von Frankfurt. Ansaldi von Karlsruhe. Leichtfuß. 1,08 Millionen. 11 Meter kann der. Verletzungsanfälligkeit hoch, aber großes Talent. 2 Vorlagen hat er in 7 Spielen gemacht. Engangkamp. Kopfball. 1 Woche verletzt. Maximalstärke ist 10, ne? Na gut, der ist mit Freiburg jetzt wieder aufgestiegen, ne? In die zweite Liga. Hamilton, ne? Brasilianer. Danny Mota. Konate. Ja, Sims. Ist auch interessant, ne? Sims. 26. Matthiel. Radkov. Benny Traoré. Maupay. Majulo. Kann kein Kopfball. Brian Hilton. Krollitz von Leipzig. Bis jetzt noch keinen Einsatz gemacht. Mittleres Talent. Heimspieler. Kommt aus Lettland. Spielt bei seit 25 da. Dann bis jetzt nur Länderspiele gemacht. Für Lettland. Und halt auch Tore geschossen. Raimonds Krollis. Mal gucken. Ranos von Bayern. Egoist. 4 Wochen fällt er aus. Schwartau. Burkhardt. Semedo. Dolberg. Nervenbündel, Skandalnudel. Ukares. Ja, wenn eine Soforthilfe der Sims, ne? Gucken wir mal. Weil wir brauchen ja Soforthilfe sozusagen. Deswegen, und der Sims wäre da eine Alternative auf jeden Fall. Gut. Dann gehen wir mal in die nächste Woche hinein.
Vorstandsvertrauen 89% immerhin. So, Kerber. So. Erstmal hier wieder. Übel. Breithaupt. Champions League. So, Dortmund verliert 3-1 gegen Paris. Ist natürlich auch nicht so prickelnd. Wolfsburg verliert 1-0 gegen Mechelen. Und Hamburg verliert 1-0 gegen Vitória Guimarães. Eieiei. Was ist denn los? Jetzt klappt es auf einmal nicht mehr, oder wie? So, wem hatten wir denn alles? Hannover ist weiter. Hinspiel 1-2 gewonnen, Rückspiel auch gewonnen. Jena ist raus. Hinspiel haben die ja 0-1 gewonnen, aber Rückspiel haben sie 3-0 verloren. Ah, schade, ey. Ich hätte den dann echt gegönnt. Hoffenheim ist auch raus. Macht 2 Niederlagen. Das bedeutet, Hannover ist auf jeden Fall dabei. Ja, das war's, ne? Nur Hannover. Die anderen sind alle rausgeflogen. Schon heftig. Die müssen auf jeden Fall gegen Wolfsberger AC aus Österreich. Engels hat sich im Training verletzt. Knöchelverstauchung. Na super. Einem Kinderheim fehlen noch 70.000 Euro für den Bau eines neuen Gebäudes. Sind Sie bereit? Ja, komm, weißt du was? Machen wir. Sie haben ein gutes Herz. Ja. Komm. So, Oxford. Ey, Azid hat sich eine Fischvergiftung zugezogen. Diese nimmt ihn ziemlich mit und er verliert 5 frische Punkte. Außerdem ist er die nächsten 5 Tage nicht ganz fit. Ja, super. Super. Dann kommt Bibi auf die Bank. Gut. Oxford. 41 Conny hat der. So, Breithaupt kommt mal wieder rein. Ansonsten Eitschberger kommt mal auf die Bank. Ja. Ansonsten wird da nichts geändert. Wir machen auf jeden Fall 100% Einsatz. Weil die ein bisschen stärker sind als wir. 27.645 Zuschauer, 2.377 sind aus Stuttgart mitgereist. Und es wird ein 0-2 auf Stuttgart getippt. So, Dietzmann. Ah, keiner kommt heran, ne? Einzel Beljo sauber. Iago mit der Vorlage. Und mit 1-0 gehen wir in die Pause. 2-1 Chancen. So, Udokai macht kein besonders gutes Spiel. Kerber aber auch nicht. Dafür Beljo umso besser. Beljo wird auch gelobt. Zurzeit läuft es einfach voll genial, sagt er. Wollischuss Berisha, 1 Meter vorbei. Schade. Hätte direkt da 2-0 machen können. Der Berisha. So, jetzt kommt Stuttgart. In der Flanke, aber die landet direkt am Seiten aus. So, Udokai macht kein besonderes gutes Spiel. Oxford kommt rein. Wanner. Ja, Jensen kommt rein. Gelbe Karte für Jensen wegen Linienumrichter Beleidigung. Kommt direkt rein und beleidigt direkt. Jetzt bin ich am Überlegen. Ich würde sagen, Bibia kommt nochmal für Kerber rein. Und wir gewinnen 1-0. 4-6 Chancen für Stuttgart. Also Stuttgart hätte echt noch gewinnen können. Eigentlich. Aber die haben anscheinend kein Tor. Die haben auf jeden Fall kein Tor gemacht. Besser Spieler war Beljo mit Note 1,5.
Paris haben in der 2,5 am Ende, Oxford 3,0, sogar besser als Udokai gewesen. Schön, schön, schön. Wir landen damit auf Platz 7 mit 12 Punkten jetzt. Schalke 3-3 gegen Leverkusen gespielt, auch schon heftig. So, wir waren noch Neuling Freiburg, ne? Was haben die gemacht? Wir gucken mal. Freiburg. 1-0 gegen Leipzig verloren. Freiburg ist auf Platz 17, ne? Eieieiei. In der 11 des Tages haben wir den Pfeiffer und den Nübel. Ach, den Belgio ebenfalls. Oh, sogar Stuttgart. Mats Pedersen ist in der 11 des Tages. So, Gang kam Wechsel von Frankfurt nach Austria Wien. So, Belgio ist für Kroatien nominiert worden. Alles klar. Fiete Arp. Aber Stärke 7 und hat auch kein Talent. Von daher ist er nichts für uns. Kaba, Innenverteidiger. Mittleres Talent. Schnelligkeit. Weitfüßig. Boah. Unguter, ne? So, jetzt spielen wir auf jeden Fall noch gegen Düsseldorf in dieser Folge. Gegen die Fortunen. Ach ja, genau. Beobachtungsliste Sims. Warnungstermin vereinbaren und dann gucken wir mal. Kerber, also der Kerber, ne? Eieiei, ey. Der verliert immer an Moral, ey. So, ich würde sagen, Eliazidi wird besucht und Cardona wird auch besucht. Ansonsten würde ich sagen, Eitschberger kriegt noch ein Einzelgespräch, Oxford auch. Apropos Oxford, wie sieht's aus? Ja, komm, der macht noch eine Sonderschicht, der Oxford. Wo ist der Junge? Ja. Na, du machst eine Sonderschicht. Damit die Kondition wieder ein bisschen höher geht. So, was sagt das Geld? 20,15 Millionen. Allgemein haben wir einen Gewinn von 16 Millionen bis jetzt gemacht. Wochenüberblick, ein Gewinn von fast 500.000. Boah, von daher passt das, ne? So, Sims. Boah. Jetzt muss ich gucken, ne? Stärke 10 ist der, ne? Ich würde den der gleiche Grundgehalt bieten. Torprämie, kriegt er 2000. Ausstiegsklausel weg, 3 Jahre. Ja, kann man auch machen, ne? Mit Option ab sofort. Ah, der will schon mehr Geld haben, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, machen wir wenigstens 400, machen wir mal bis 600.000. Mal gucken, was er dazu sagt. Naja, auch nicht. So, wir besuchen die verletzten Spieler. So, wie sieht's aus? Ja, 47 Kondi. So, Breithaupt. So, Engels kommt auch, kommt wieder rein. Breithaupt kommt auf die Bank. Ja, ansonsten wird da jetzt nichts Wildes gemacht, ne? Ja, können wir alles lassen. 29.097 Zuschauer, 1.158 von Augsburg. Und es wird ein 3-5 für uns getippt. Aber bitte zu 0, also 0-5 am besten für uns. So, Halbzeit 0-0, 0-1 Chance auf unserer Seite. Ja. Kerber kriegt mal Lob. Ein Lächeln huscht über sein Gesicht. Und da ist es 0-1, Berisha. Vorlage Iago, sehr schön. So, Iago jetzt. Ja, Schiedsrichter sei schon Freistoß für uns. Torentfernung 19 Meter, Vargas.
schießt, aber der Keeper hat aufgepasst und fängt den Ball. So, ja, spielen ja alle gut, ne? Soweit. Kann man auch lassen. 1-1 Pfeiffer mit dem Eigentor. Ach, Patrick Pfeiffer, was machst du denn da? Ein Eigentor. Hat auch eine Note von 4,5 direkt. Ah, Mann, ey. Bitter, bitter. Jetzt nochmal, vielleicht eine Konterchance. Beljo startet Richtung Tor. Beljo ist zu schnell, läuft frei aufs Tor zu, wird abgedrängt, geht vorbei und schiebt ihn lässig ein. 1-2. Sehr schön. So, Pfeiffer kommt raus. Breithaupt kommt nochmal für Engels. Und Eitschberger für Dietzemann. Und wir gewinnen 1-2. Sehr schön. 2-7 Chancen. Bester Spieler war Berisha. Spielwertung 4. Naja. Aber immerhin gewonnen. Das ist das Wichtigste. Und wir landen damit auf den 6. Platz. Ein Europa League Platz sind wir. Auf dem Europa League Platz. Also wenn wir da am Ende stehen, wäre schon krass. Ja. Ja, man sagt ja, also oft ist das so, dass im ersten Jahr das einfachste Jahr ist, wenn man in die Bundesliga aufsteigt. Ja, mal gucken, ne? Also bis jetzt 9 Spiele, bis jetzt läuft es einigermaßen, also ganz gut für uns als Aufsteiger läuft es. Ne, mal gucken, ob das auf jeden Fall so weitergeht, ne? Das ist halt die Frage. Also wenn es so weitergeht, dann Vargas und Iago sind in der Elf des Tages, sogar von Düsseldorf Mijatovic. Ja, gucken wir einfach mal weiter, ne? Dubravka wechselt von Cagliari Calcio nach Haifa. So, und in der nächsten Folge spielen wir gegen den 1. FC Nürnberg. Die stehen zurzeit auf Platz 2. Belgio hat sich in Sachen Torinstinkt verbessert. Sehr schön. Hat jetzt 3 Fähigkeiten. Gut, dann können wir da eh nichts mehr machen. Dann würde ich sagen, machen wir noch ein paar Einzelgespräche. Vargas kriegt auch mal eins. Auch schon ewig her. Wo ich mit dem mal gesprochen hatte. So, Breithaupt. Er kriegt ein Doppelgespräch am besten nochmal. Neukirch kriegt auch mal ein Doppelgespräch. Hat auch ein bisschen abgebaut. Und Aliko kriegt auch mal ein Gespräch. So, dann gucken wir mal kurz in Oxford. 46 Kondi. Ja, ich sag mal so, die Woche kann er noch und dann ab nächste Woche nicht mehr. In diesem Sinne, liebe Leute, verabschiede ich mich von euch. Erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich sag so lange Tschüss und bis dann.